Hey Leute, jetzt startet der ultimative Gerade-Vlog. Ja, ich habe fertig gepackt, alles ready und Stöckchen holt mich circa in einer halben Stunde. Darum dachte ich, ich steppe jetzt noch schnell zum Spar und hole uns ein paar Snacks. Und oh Gott, sehe ich noch fertig aus, Alter. Ja, ich bin es nicht gewohnt, um 7.30 Uhr aufzustehen. Nein, ja doch, 7.30 Uhr. Es ist Sommer, okay? Aber was macht man nicht alles, um auf Urlaub zu fahren? Genau, dachte ich, steppe ich noch ganz kurz zum Spar und kaufe uns ein paar Snacks. Es geht ja nach Grado und davor holen wir in Felden die Kathi ab und dann geht's weiter. Und ja, ich nehme euch natürlich mit und ich hoffe, es ein süßer Vlog wird. Ich bin schon sehr, sehr hyped auf den Beach und generell auf den Vibe mit den Girls. Ist immer super nett und ja, viel Spaß. Wo fahren wir jetzt gleich hin? Ja, bald haben wir es geschafft. Prost. Dann hat er auf meinem Handy. So, wir sind komplett am Arsch. Es ist ultra heiß. Oh, andere Richtung. Nevermind. Wir sind jetzt on the way to the beach. Die Girls sind ready. Wir sind, wohin sind wir am Weg? Am Strand. Wie spät ist es? 6. Aber es ist in Ordnung. Wir sind heute angekommen in Grado. Es ist jetzt gerade sehr heiß. Und jetzt gehen wir uns abkühlen. Und jetzt gehen wir entlang des kleinen. Ist das der kleine oder große Hafen? Der einzige Hafen. Und jetzt geht's up to the beach. Yay. Das Meer ist einfach so warm. Crazy. Wie eine Badewanne. Aber trotzdem sehr schön. Ach, Piss. Ha. Nein. Immerhin. Aber bei uns gibt's jetzt Frühstück. Und die Sonne ist schon wieder sehr stark und da erstmal das Sonnenschema aufgespannt. Geil. Mahlzeit. So, ich dachte, ich melde mich mal ganz kurz. Sehe sehr bisschen weird aus, aber es ist so warm. Jetzt machen sich gerade alle ready, weil wir jetzt einkaufen fahren. Bisschen Lebensmittel-Shopping. Und genau, dann geht's ab zum Beach. Und ich freue mich schon. Genau. Fleißige Cooking Session. Girls, was gibt's heute zum Essen? Es gibt Salat. Bowls und Salat. Ja, ja. Hier haben wir schon alles rausgetragen für Bowls und für. Sie machen so einen Salat von TikTok. Genau. Wir waren jetzt heute alle on the beach. Und ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Aber ich bin auf dem besten weggekommen. Ich bin eigentlich nur braun. Stöckchen ist sehr rot geworden, aber das ist okay. Es sieht jetzt auf der Kamera auch viel röter aus, also das ist wirklich nicht schlimm. Es sieht echt schlimm aus. Was redest du dir ein, Lisa? Überhaupt nicht, es ist echt nicht so schlimm. Naja, auf jeden Fall waren wir heute den ganzen Tag am Beach und es war sehr, sehr schön. Also das Wasser ist sehr warm, aber es ist wenigstens nicht mehr so warm wie gestern. Weil gestern, wie wir schwimmen waren, war das Meer so, so heiß. Das war richtig crazy, vor allem da, wo es sehr niedrig ist. Aber heute war es eigentlich sehr angenehm und jetzt haben wir uns alle geduscht und fresh gemacht. Ich sneak mich kurz. Sneak dich kurz. Und ja, jetzt wird noch Abend gegessen und der Tag entspannt ausgeklungen. Ja, und es ist einfach hier so gorgeous. Ich zeige euch mal den Ausblick vom Balkon. Also hier ist so der Balkon mit Good Food und unsere ganzen Handtücher, die hier hängen. Und dann ist da so die schöne Aussicht auf den, das ist der kleine Hafen. Es gibt ja irgendwie 2 in Grado. Richtig schön. Also kann man nicht meckern. Ich freue mich echt jetzt schon sehr auf Food. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesem Club halten soll. Jemand neu davor? Noopsie. Okay, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Wir machen gerade uns ein bisschen ready.
Ja, wir waren den ganzen Tag eigentlich nur on the beach. Gell? Ja. War cool. Heute war richtig gutes Wetter. Und jetzt haben wir ein bisschen Karten gespielt und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die City. Genau. Schauen wir mal, was wird. Ja, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Es ist ready gemacht. Wir haben auch noch Alex gelegt. Hallo. Wir sehen so schlimm aus. Wir sind knallrot. Und wir waren vom Sonnenbrand. Wir sind jetzt gerade am Weg an der Promenade entlang. Und wir sind gerade in einer Party gelandet. Am Strand, auf einer Beachparty. Leute, wie lustig ist das einfach? So, wir sind jetzt hier in so einem Heuring. Stock ist auch da. Die Anfahrt war ein bisschen turbulent. Aber jetzt haben wir mal Food bestellt. Und es soll hier sehr gut sein. Genau. Das ist richtig schön. Da hinten ist Triest. Ich schau mal, ob ich das noch zeigen kann, weil da sitzen sehr viele Leute. Und da hinten ist Triest. Richtig schön. So, man sieht gerade nicht viel. Aber wir sind gerade am Weg vom Heurigen heim. Und ja, weil man, ich weiß gar nicht, jetzt gerade ist es nicht so stark, aber hier zum Beispiel, es blitzt gerade ultra viel und es ist ein bisschen Weltuntergangsstimmung, aber es wird schon, aber es ist ein bisschen crazy. Naja, hoffentlich kommen wir gut an, aber ich bin da optimistisch. Jetzt sind wir am Weg. Wir sind durch die City. Es hat 10 Euro gekostet. Ja. 10 Euro. 10 Euro. Und jetzt gehen wir wohin? Das wären 50 Euro für uns alle. Und wohin gehen wir jetzt, Julian? Jetzt gehen wir ein Eis für die Katharina holen. Genau. Kathi will jetzt noch ein Eis. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall in die Stadt. Ein bisschen durchmarschieren und Kathi ein Eis besorgen. Yes. Sie kommen die Stöckchen, was hast du dir gerade gegönnt? Und eine Granita. Und wie schmeckt's? Sehr gut. Sehr gut. Kathi hat sich ihr Eis gekauft. Jetzt geht's wieder heim.